Hallo, hier ist Luca LP und das ist Let's Play Cyberia 2. Ja, der letzte Part hatte eine leichte Überlänge gehabt und der war sehr Story-krass, möchte ich meinen. Hans Vorarlberg muss sterben, wir haben ihn zu spät hierher gebracht. Seine letzte Stunde ist angebrochen und man hat uns zuerst verwehrt, ihn zu sehen. Jetzt dürfen wir ihn doch dennoch besuchen gehen und mal schauen, was jetzt nun los ist, was überhaupt jetzt passieren soll. Gesundheit, liebe Kate. Und ich muss mal sagen, das ist mir schon im letzten Part aufgefallen, die schöne Spiegelung hier in der Eispfütze hier gefällt mir sehr und Kate scheint sehr, sehr erkältet zu sein. Willst du dich nicht direkt von den Mönchen auch nochmal behandeln lassen? Wobei, nee, die sind ja eh frauenfeindlich, also lassen wir das. Bevor sie Kate noch wehtun. Da ist Hans. Ich schaue mich erstmal hier eiskalt um. Hans. Hans. Hören Sie mich? Kate? Wo sind wir? Seien Sie unbesorgt. Sie sind hier in guten Händen. In Ihrem Zustand können Sie die Reise nicht fortsetzen. Sie sind krank, Hans. Wir brauchen erst einen Arzt. Kate, ich muss nach Siberia. Hans, ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich Sie dorthin begleite. Hans, wir befinden uns im Kloster. Erinnern Sie sich? In Valladolid ist es 19.15 Uhr. Vater ist immer sehr pünktlich. Er bleibt nicht mehr bei uns. Er kehrt zur Manufaktur zurück. Verschwindet in seinem Büro und... Nein, Hans. In Valladolid sind Sie geboren. Jetzt sind wir im Kloster von Romansburg. Weit weg von Valladolid. Hier werden Sie geheilt werden. Alexei. Suchen Sie Alexei Tukjanov. Alexei Tukjanov? Alexei, er hat bei den Yukol gelebt. Er kann mir helfen. Den Mönch kennen wir doch. Wer ist Alexei? Ein alter Mönch, ein Freund. Er kennt die Heilkunst der Yukol. Sie scheinen den Yukol bedeutende Heilkräfte zuzuschreiben. Die Magie der Yukol-Schamanen ist sehr wirksam. Aber Hans, Sie wissen doch selbst, dass das nur Hokuspokus ist. Die Yukol verfügen über großes Wissen, Kate. Großes Wissen. Warum soll ich den Mönch Alexei finden? Alexei, er kann mir helfen. Aber... Seien Sie vernünftig. Niemand kann Ihnen hier besser helfen als der alte Patriarch. Alexei, er kennt sich in der Heilkunst der Yukol aus. Der alte Patriarch, er ist ein Dummkopf. Aha. Sie glauben also wirklich, dieser Mönch könne Sie heilen? Alexei, er behandelt nach Art der Schamanen. Die Schamanen sind genau richtig für mich. Ich bin bald wieder zurück. Gut. Ich würde gerne wissen, was genau Hans überhaupt für eine Krankheit hat. Ich meine, er ist am Husten, Kate auch. Nicht, dass wir es auch abbekommen haben. Und mich interessiert es aber vielmehr, warum der Mönch, den wir die Vogelpfeifen im letzten Part vom Kloster gegeben haben, warum er uns hier gerade belauscht. Ist er noch draußen? Kann ich ihn überraschen? Tatsache. Junger Herr. Sie lauschen hinter Türen? Lauschen? Nein, ich mach nur sauber. Er hat dir das auch gesagt. Ich habe eben mit Hans gesprochen. Was für Neuigkeiten gibt es? Ja, also, er hat mir von einem ihrer Mitmönche erzählt. Einem gewissen Alexei. Ah, Tempus edax rerum.
Bruder Alexei weilt nicht mehr auf Erden. Ja, er mit seinem scheiß Latein immer. Sie kennen diesen Alexei also nicht? Nein, nein. Omnis homo mendax. Du bist auch so ein Homo, ey. Sie wissen doch bestimmt, wo Alexei steckt. Mors ultima ratio. Warte, ich hab noch nicht fertig geredet. Hallo. Ey, halt mal an. Ach Leute, ich hab noch nicht die restlichen Sachen mit ihm fertig belabert. Was soll das denn jetzt? Ach, das nervt, weil, wisst ihr? Ich hab noch nicht fertig mit ihm geredet und der haut jetzt ab, ey. Weil ich das richtige Gesprächsoption-Ding gewählt hab. Mann. So, Mors, beziehungsweise heißt irgendwas mit Tod. Und hier steht irgendwie... Warte mal. Musste kurz am Ohr kratzen. Liebe Schwester, oder wie der Name ausgesprochen wird, war ein Ordensbruder und mein Freund. Ich kann die Schrift so nicht lesen, ey. Das ist einfach eine grauenhafte Schrift. Warte mal. Hinter den Welchmann, oder kann ich, weil ich kann den Teil erst recht nicht lesen. Was soll denn das? Naja, er hat lange Zeit in Ferien des Klosters bei den Jokul gelebt. Diesem seltsamen Mammutstamm, der die Mammuts der irgendwas Götter verwechselt. Ich, keine Ahnung, kann ich nicht, überhaupt nicht lesen mit dieser scheiß Glassache da. Ja, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. Die Schrift ist schwer zu entziffern. Und dann liegt hier diesen Gegenstand da drauf, dass ich überhaupt nicht lesen kann. Kann ich das jetzt vielleicht besser sehen? Mammut auf Glas. Okay, kann ich das jetzt vielleicht eher lesen? Ach, komm. Ah, schon besser. Er hat lange Zeit, des Klosters bei den Jokul gelebt. Diesem seltsamen Mammutstamm, der die Mammuts der Heiligkeit oder so als Götter verehrte. Ich bin alles andere als ein gelehrter Mönch, aber ich habe oft genug zu unserem Herrgott gebetet. Sorry, dass das so abgehakt klingt mit dem Lesen, aber ich kann die Schrift echt nicht lesen. Die ist so... Ich weiß nicht, ob ihr sie lesen könnt, aber ich finde die Schrift so schwer zu entlesen und... Oh, sorry, aber ich komme mit dieser Schriftart überhaupt nicht klar. Sorry. Um zu wissen, dass diese wirkliche Gestalt annehmen kann? Keine Ahnung. Denn die Mammut? Nee, die Homo? Nee, die irgendwas Gesellschaft der Menschen, die ihn verehrten, ist nahezu unerschöpflich. Dies wird ihnen helfen, sie finden den Schlüssel im Lichte des Mammutauges. Mammut auf Glas. Okay, irgendein Schlüssel im Auge des Mammut-Auges. Ja. Oh, keine Ahnung, irgendwie. Ich kriege gerade irgendwie, ich weiß nicht. Hier ist es mit einem Eimer, was mitnehmen können. Oder auch was anderes. Eine Bürste. Ja. Nehmen wir doch eine Bürste mit.
reden wir jetzt miteinander? Nee. So. Ich habe nochmal kurz offline was nachgeschaut. Und zwar Wiederaufnahmezeit ist, kennt er ja. Ich mache das alles ohne Uhren oder so. So. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich gehe nochmal alle Wege systematisch ab. Angefangen hier von oben. Irgendwo muss er dieses sogenannte Mammutaugen-Dingens sein. Und hier ist eine Veränderung. Mal schauen, was die Person da macht. Oh, da ist irgendwas. Moment. Diesen Sarg bekomme ich Gänsehaut. Okay, wartet mal. Puh, recht steil. Aber mit einem Schlitten könnte man es nach unten schaffen. Aha, verstehe. Wahrscheinlich, wenn wir Hans fertig geheilt und gerettet haben, dass wir mit ihnen hier abhauen. Ja, wahrscheinlich. Bei diesem Sarg bekomme ich Gänsehaut. Ja, das glaube ich. Ich mag auch. Eine echte Mönchsarbeit. Sag's auch so allem, ne? Ich bekomme aber auch von Särgen Gänsehaut. Ich mag die überhaupt nicht. Ja, weiter. So. Was ist das denn? Was ist das denn? Der Satz klingt irgendwie so künstlich. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Genau so ein Satz wie hier. Bomungen bemaden. Bomungen bemaden. Klingt. Was hast du denn? Klingt beides so künstlich und komisch irgendwie. Aber naja, gehen wir erstmal hier rein. Ach, jetzt, wo sie nicht mehr in der Mönchskleidung ist, kann Kate komischerweise wieder rennen. Interessant. Dann, gehen wir erstmal hier da hoch. Ah, jetzt geht es um schneller vonstatten. Geil. Kaum kann sie rennen, geht es hier schneller. Aber, na, hier ist nicht wirklich was, nee. Vielleicht kann ich unten jetzt was machen, da wo sie meine so hier, ja, genau hier, da ist ja jetzt keine Person. Und jemand ist hier, dass ich da irgendwas machen könnte, aber, ja, keine Ahnung, beobachtet wird, ich weiß nicht. Schauen wir mal, ob jetzt was geht. Erstmal gucken, ob ich was einsammeln kann, aber eher nicht, nee. Na, mach. Bitte was? Warum kann ich das jetzt... Mein, was soll das jetzt? Keine Ahnung, ich schuss mal hier hin. Ich verstehe zwar jetzt nicht, was ich machen soll, aber okay. Soll ich alle vielleicht anmachen? Mache ich mal kurz eben. Geht ja schnell. Ich hoffe, ich soll wirklich alle anmachen, nicht irgendwie nur bestimmte oder in bestimmten Reihenfolge oder so. Vor allem auch lustig, ne? Ich fahr die Dinger runter und die gehen sofort an, die Kerzen. Merkwürdig. Und die nächsten. Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist, was ich hier gerade mache. Den nächsten. Ja, ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache.
Aber ich kann ja auch wieder zurück machen. Okay, das ist gut. Noch ein. Es könnte ruhig ein bisschen schneller gehen irgendwie. Gleich haben wir's, gleich haben wir's. Schnarch. So, nu? Passiert jetzt irgendwas? Ah, ne, die sind jetzt wieder zurückgegangen. Hä? Na super. Das ist wahrscheinlich doch irgendwie ein Rätsel, dass sie irgendwie in der richtigen Reihenfolge müssen. Aber da wir sie nicht kennen, ja, muss sie wohl erstmal wieder hier zurückgehen, um irgendwie herausfinden, wie die Reihenfolge ist. Oder ob wir überhaupt alle machen müssen, das weiß sie auch nicht. Aber zumindest was sie weiß, ist, dass wir das, was wir gerade getan haben, dass es falsch war. Aber dass wir hier auf jeden Fall was machen können. Merken wir uns das. Einmal das, dann das mit dem einen Kochtopf und dann eventuell, ja, da mit dem... Hier mit dem Grab vielleicht, dass wir da irgendwie noch was machen können. Ich weiß noch nicht. So, da war ja nur Hans. Da war ja nichts mehr. Du bist uninteressant. Könnt ihr mit mir reden? Oder wollt ihr das eher? Nö, nö, nö. Dann gehe ich weiter. Aber ich höre sie murmeln. Ist doch auch etwas. So, gucken wir hier nochmal. Hier war ja noch was. Na, mit der Bürste komme ich hier nicht rein, ne? Nee. Das wäre lustig, wenn das gehen würde. Da ist doch was. Was für eine Arbeit. Nicht. Können wir hier irgendwas machen? Verbrennen. Nö. Aber ich kann mal irgendwas machen, sonst wäre hier nicht so eine Art Mach-was-Symbol. Und das heißt nur, weil ich es anlabern könnte. Das nicht. Und das. Huch! Hey, was machst du da? Das schöne Gemälde. Bitte was? Eine Art Symbol. Ach. Eine Art Symbol. Ach. Moment mal. Wartet mal kurz. Ein Kreuz? Ah, fuck. Echt? Oh, guck mal. Eben, wo wir gerade waren mit den Lichtern, ne? Das war ja auch ein Kreuz gewesen, wo man halt eben... Im Uhrzeigersinn Lichter anmachen konnte. Da habe ich eben überlegt, so Reihenfolge oder doch alle oder so. Und anscheinend müssen wir tatsächlich nur 5 anmachen. Das bedeutet, ich muss mir kurz hier mal aufmalen, wie wir das machen müssen, weil ne? Ist klar. So, erstmal hier Zettel hier nehmen. Weil ich das irgendwie notieren kann hier. Weil, ja gut, ich nehme Pappe. So, ich male hier mal ein Kreuz erstmal. So, dann, ich sag mal so, die offenen sind die weißen, die hellen. Und dann mache ich hier so einen kleinen Kringel für voll.
Hier nochmal einen offenen. Da einen offenen. Hier wieder so ein kleiner Kringel. Hier wieder so ein kleiner. Da ein kleiner. Dann hier wieder ein offener. Da ein offener. Da ein kleiner. Da ein kleiner. Und hier wieder ein offener. Ja. Gut. Sollte machbar sein. Okay, dann rechts war ja auch nochmal so ein Dingens. Gucken wir den Rest nochmal nach, ob wir da auch was wegwischen können. Nee, oh, okay. Wobei? Nee, kann ich vielleicht hier auch nicht. Was für eine. Was kann ich da dann jetzt nichts machen? Da scheint auch irgendwie was gehen zu können. Okay, dann nicht. Dann guck ich nochmal kurz hier. Guten Tag, Pater. Grüß Gott, mein Kind. Ja. Können Sie wirklich nichts für Hans tun? Sein Schicksal liegt nicht mehr in unseren Händen. Beten Sie, mein Kind, für seine Buße. Da ist nichts, wofür Hans büßen müsste. Seine Fieberreden sind bei Gott nicht die eines frommen Mannes. Du mich ja auch. Aber Hans Vorarlberg hat nicht die geringste Sünde begangen. Die Fantasien, die dieser Unglückselige in seinem Wahn von sich gibt, sind die eines Ketzers. Beten Sie, mein Kind. Beten Sie, um Ihren Freund vor den Feuern der Hölle zu retten. Sie wild gewordener Irrer, Fanatiker. Ich rede mit Hans, ob es Ihnen passt oder nicht. Bleibt mal locker. Ich habe Hans gesprochen. Tatsächlich. Es scheint ihm etwas besser zu gehen. Das ist pure Einbildung, mein Kind. Seine Zeit auf Erden läuft ab. Ich weiß es bestimmt. Er sprach von einem Mönch, der ihm helfen könnte. Ich wüsste nicht wer, Fräulein Walker. Wirklich nicht. Ein Mönch, der viele Jahre bei den Yukol zugebracht haben soll. Sie kennen doch diesen rätselhaften eingeborenen Stamm im hohen Norden. Ihrem Freund scheint es wirklich ganz schlecht zu gehen. Ja, es ist schon sehr mysteriös, ne? Wie er einfach verhindern will, dass es hier Hans retten können. Als ob er gerade will, dass Hans abkratzt. Ich meine, Hans geht es merklich besser als vorher. Vater, kennen Sie vielleicht einen gewissen Alexei Tukjanov? Ein ketzerischer Mönch und Narr. Sprechen wir nicht von ihm, meine Tochter. Hans Vorarlberg schien ihn aber für einen bedeutenden Mann zu halten. Ihr Freund ist nicht mehr ganz bei Sinnen. Könnte ich trotzdem diesen Mann sprechen? Nein, Alexei Tukjanov hat uns schon vor langer Zeit verlassen, Fräulein Walker. Verzeihen Sie meine Beharrlichkeit, Pater. Aber wo könnte ich Alexei Tukjanov finden? Es ist wirklich wichtig. Alexei Tukjanov ist tot. Friede seiner Seele, mein Kind. Friede seiner Seele. Es ist jetzt aber gerade unpässlich. Hans hat mir oft von den Yukol erzählt. Einem rätselhaften Volk im hohen Norden. Ach, das sind degenerierte Wilde. Sie beten Götzen und eitle Götter an und sind für keinerlei Bekehrung zugänglich. Hans hat lange unter ihnen gelebt. Sie sind wie eine zweite Familie für ihn. Ah, ich beschwöre Sie, geben Sie nichts auf den pittoresken Reiz dieser Völker. Ihr einziges Bestreben ist es, sich in einem vermeintlichen Eden in Rohheit und Wollust zu suhlen. Denken Sie daran, wer sich von Gott entfernt, begibt sich in die ewige Verdammnis. Okay. Wir müssen unsere Reise unbedingt fortsetzen. Unbedingt. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Herr Vorarlberg ist ja gar nicht in der nötigen Verfassung. Hans Vorarlberg wird seine Reise fortsetzen. Haben Sie mich verstanden? Er ist am Ende seiner Reise angelangt, mein armes Kind. Dagegen sind Sie machtlos. Nun, ich glaube, ich habe genug gehört. Ich gehe. Gehen Sie nur und wägen Sie die Folgen Ihrer Taten gut ab. Ja, das wird ja auch mein. Ich werde dir schon zeigen,
ne, was hier passiert, wenn man Kate Walker so Weißglut bringt. Dann kommt Walker, der Texas Ranger. Ja, ja, ganz genau. Gut, aber bevor wir was weitermachen, ich denke mal, wir gehen das Rätsel jetzt mal an, ne? Das sollte jetzt hier eigentlich kein Problem darstellen. Jetzt, wo wir eigentlich die Lösung kennen sollten. Nochmal hier lang, dahin. Aber interessant, Alexei soll angeblich tot sein. Ich glaube, der Name vom Grabstein, den wir gesehen hatten, auf dem Friedhof, was überwuchert ist. Ich glaube, das ist der Grabstein von Alexei. Aber wenn der jetzt tot ist, wie können wir ja mit seiner Hilfe jetzt den Hans retten? Ich meine, wie, ne? Versteht ihr? Tote können nicht wirklich mitmachen. So, das Kreuz. Das muss ich ein bisschen schräg denken, weil, naja, das Bild ist jetzt auch schräg. Das heißt, ich muss mein Bild auch schräg halten. Dementsprechend müssten wir dies hier anzünden. Ich hoffe, dass die Weißen wirklich ja, angezündet bedeuten. So, dann zwei, die nicht sind. Das bedeutet, zack, zack. Dann den hier. Ansonsten, wenn die Weißen halt aus sein sollen, dann müssen wir das gleich ummodeln. Den noch. Dann wieder. Ah, kann ich meine Maus bewegen? 1, 2, 3 nicht. Den dann wieder. Und dann den daneben nochmal. Super, dann ist weiter neben die halt, aha, genau. Wow, genau das meinte ich. Das wollte ich haben. So, jetzt die Frage, wo ist denn das Ding jetzt? Rätsel gelöst, aber wo ist jetzt meine Belohnung? Wo hat sich denn da jetzt was aufgetan? Muss ich jetzt ganz da oben dafür? Achso, das scheint wohl ein von diesen Dingen zu sein hier. Dann rennen wir mal kurz auf die andere Seite. Dann muss da das wohl sein. Nee, weiter. Aha, da. Ja, aber Leute, ne? Und damit haben wir das Rätsel gelöst. War doch gar nicht mal so schwer. Und jetzt? Ja, und nun? Jetzt habe ich hier das Mammutglas eingesetzt. Was ist denn jetzt? Noch ein Rätsel oder wie? Dieses Rätsel kapiere ich gerade jetzt nicht. Warum wird mir jedes Mal dann da die Sicht da hinten gezeigt?
Huch! Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich guck mal eben kurz. Hier wurde mir angezeigt irgendwie. Und dann kam mein Sound. Was hat mir das jetzt gebracht? Diese, ich meine, ich habe einfach ein bisschen rumgedrückt, irgendwie wild. Aber was hat mir jetzt das gebracht? Ich habe dann Sound gehört und irgendwas hat sich da bis bewegt, weil Sicht hat mir jetzt auch dahin gezeigt. Ich habe gerade keine Ahnung.